Svanakasana, der Welpe, ist eine schöne Übung, um die Brustwirbelsäulenflexibilität zu bekommen. Vom Fersensitz ausgehend halte die Oberschenkel senkrecht zum Boden. Bisschen weiter hinten bleiben. Und gib dann die Arme nach vorne und wölbe den Brustkorb zum Boden hin. Das ist Svanakasana, die Welpenstellung, auch genannt Anahatasana, die herzöffnende Stellung. Gerade für Menschen, die eine steife Brustwirbelsäule haben, ist das eine schöne Übung, um die Brustwirbelsäulenflexibilität zu entwickeln. Sie spielt also auch eine besondere Rolle, zum Beispiel bei Kyphose oder auch bei Scheuermannscher Krankheit oder auch Morbus Bechterew. Aber auch wenn du eine gesunde Wirbelsäule hast, ist es öfters gut, in Svanakasana zu bleiben und diese schöne Herzöffnung zu spüren.